Ein absolut wunderschönes und vor allen Dingen wundersonniges Hallo an euch. Ich stehe in meinem Treppenhaus und laufe hier gerade einfach durch die Wohnung und genieße die Sonnenstrahlen. Ich bin gerade hier so im Treppenhaus gesessen mit Sonne im Gesicht, denn ihr werdet es nicht glauben, ich habe heute so einen richtigen Me-Time-Self-Care-Day, wo sich einfach nur alles um mich selber dreht. Ich habe komplett sturmfrei, es ist nachmittags. David und die Kinder sind ausgeflogen, die waren heute Vormittag schon in der Schule und ich hatte auch da meine Ruhe. Ich war nämlich tatsächlich heute schon im Reformer Pilates und habe mich da schon einmal komplett verausgabt, habe Sport gemacht und mich bewegt und das hat auch einfach nur sowas von gut getan und jetzt habe ich gedacht, ich nutze die Zeit, die ich daheim bin. Ich habe übrigens da keine Musik gerade laufen, aber hatte ich gerade, denn ich habe gerade ein bisschen an meinen Bildern weitergemalt. Ihr wisst ja, ich male aktuell eigentlich darauf hin, dass ich hoffentlich ganz, ganz bald eine Ausstellung machen möchte und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, woran ich jetzt gerade sitze, wie so manche von den Bildern aktuell aussehen, weil ich weiß, dass das bestimmt einige von euch auch interessiert. Ich habe mein Malstudio ja kurzerhand einfach im Wohnzimmer aufgebaut, was jetzt noch besser funktioniert, seitdem wir hier umgestellt haben, weil ich hier am Boden einfach viel mehr Platz habe, meine Malplane auszulegen. Und da liegen jetzt aktuell drei Werke, die alle drei noch nicht fertig sind. Das hier ist, ich glaube, so gut wie fertig. Da fehlen noch so ein paar kleine Einzelheiten. Bei dem hier, da bin ich aktuell sehr happy mit dem Ist-Zustand. Vor allen Dingen, wie schön ist es bitte einfach, wenn hier die Sonne reinscheint. Aber da fehlen auch noch ein, zwei, drei, vier Schichten, je nachdem, was mir da noch einfällt. Und das da drüben habe ich jetzt gerade angefangen zu malen. Da ist jetzt also die erste Schicht noch komplett nass. Heißt auch, ich weiß gar nicht, wie diese ganzen Sachen, die ich da jetzt gerade gemalt habe, später aussehen, wenn die trocknen. Hier könnt ihr auch ganz gut sehen, dass es noch so ein bisschen reflektiert. Aber ich genieße das gerade so sehr. Einfach diese Ruhe. Ich glaube, alle, die Eltern sind, verstehen das so oder so komplett, aber ich glaube, jeder Mensch, der, weiß ich nicht, vielleicht auch gerade so ein bisschen eine Entwicklung durchmacht, ist ganz froh, wenn er einfach mal ein bisschen Zeit für sich hat und so geht es mir. Und wir hatten das in letzter Zeit sehr wenig, also vor allen Dingen, weil ja auch dann Schulferien und so Sachen waren und der David und ich arbeiten ja auch zusammen, was heißt, wir sind auch 24/7 zusammen und ich liebe meinen Mann über alles und tatsächlich funktioniert das Zusammenarbeiten einfach wahnsinnig gut, aber manchmal will man einfach allein sein und heute habe ich so einen Tag und es tut mir einfach sehr gut und ich freue mich jetzt, dass ich vielleicht einfach noch eine Stunde oder zwei hier ein bisschen malen kann. Die sind auch bis heute Abend nicht da, also das heißt, ich kann mir dann danach einfach alleine zu essen machen, was ich will. Vielleicht gucke ich nachher noch ein bisschen Fernseher. Alles, was ich möchte. Diese Freiheit, dieser Luxus. Man weiß gar nicht, was man mit seiner Zeit machen soll. Der Bau von dem Schrank hier mit den ganzen Sachen drin, hat sich übrigens jetzt schon mehr als gelohnt, weil hier alles aufgeräumt ist und ich einfach meine Malsachen da immer gut verstauen kann. Und jetzt vollenden wir mal hoffentlich ein Bild. Ich habe nämlich gerade eine Idee gehabt. So, ich bin mit dem Gesamtkonstrukt und den Farben und eigentlich auch der Harmonie zwischen den beiden Ebenen hier auf dem Bild echt super happy. Ich habe meistens mehr als zwei Farbflächen, aber ich finde, das ist echt richtig gut gelungen. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass hier an so manchen Stellen das so ein bisschen unsauber überlappt. Das hier finde ich ganz cool, auch das hier unten finde ich super. Aber die Mitte hier möchte ich jetzt noch ein bisschen klar ausarbeiten. Und ich habe mir jetzt einfach mal noch eine Farbe geholt, die ich denke, das gut dazu passen könnte. Meistens mische ich aber einfach noch ein bisschen selber. Und was ich auch sehr gerne benutze, ist sowas hier. Also Kohle oder Kreidestifte, Pastellstifte. Hier habe ich auch ganz viele verschiedene. Hier wäre zum Beispiel noch ein cooler Braunton. Also da werde ich jetzt einfach so ein bisschen rumspielen und diese Kante hier ein bisschen klarer machen. Wisst ihr, was übrigens auch ganz toll ist, was man auch nur machen darf, wenn keine Kinder im Haus sind? Ich kann mich jetzt ins Wohnzimmer an den Couchtisch setzen und meine Nachspeise essen. Ich habe gestern Zimtschnecken gebacken.
Die sind sogar vegan. Wenn ihr ein Rezept haben wollt, müsst ihr bei Instagram gucken. Da habe ich das mal gepostet. Und ich habe jetzt einfach noch Äpfel klein geschnitten. Da habe ich ein klein bisschen Zimt drauf gemacht und das dann in die Mikrowelle. Also Apfelzimt in die Mikrowelle. Macht das, schmeckt super. Ein Kaffee dazu. Und hier sind meine kleinen Frühlingsboten. Das lasse ich mir jetzt einfach hier schmecken und gucke meinen Bildern beim Trocknen zu. Okay, ich glaube, das hier ist jetzt fertig. Die Frage ist dann immer nur, wie rum soll es gehören? Aber ich glaube, ich tendiere zu weiß nach oben. Normalerweise weiß ich immer ganz genau, wie ich die Bilder sehe, wo die Tiefe ist und was auf welche Seite soll. Aber bei dem hier fällt es mir tatsächlich ein bisschen schwer. Entweder so oder so. Aber da werde ich auf jeden Fall noch gucken. Dann kommt da natürlich noch ein Rahmen drumherum, ein Schattenfugenrahmen aus Holz, meistens Eiche oder sowas. Ich finde, passt am besten. Dann noch Autogramm drauf in die Ecke. Und dann ist das schon wieder ein neues Kunstwerk. Ein wunderschöner, super sonniger Sonntagmorgen. Und das ist wunderbar für alle Pläne, die wir für dieses Wochenende haben und hatten, dass es so schönes Wetter ist. Denn ich habe mir überlegt, dass ich super gern mit den Kindern nachher in den Garten gehen möchte. Bevor ich das aber machen kann, wartet ein kleiner Mann hier aus der Familie schon die ganze Woche drauf, etwas zu basteln, was hier schon die ganze Woche rumliegt. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, Eltern wissen, wie das so läuft, wenn man am Wochenende früh morgens wach wird und dann ist schönes Wetter und man hat den ganzen Tag vor sich, erledigt man gefühlt 7 Millionen Dinge, bevor man eigentlich mal zu dem kommt, was man eigentlich vorhatte. Wir haben, glaube ich, auch schon dreimal gefrühstückt und ja, auf jeden Fall habe ich ihm versprochen, dass wir jetzt zusammen etwas basteln und ich zeige euch mal, was das ist. Und zwar hat er sich das hier ausgesucht, ein mega cooles Holzpuzzle, natürlich von Magic Holz. Ich habe euch die auch schon mal vorgestellt und da gibt es auch verschiedene tatsächlich aus der gleichen Reihe. Aber das hier werden wir jetzt mal zusammen aufbauen. Das ist, glaube ich, mittlerweile schon unser drittes oder viertes? Ich glaube auch viertes. Das wir zusammen gebaut haben und diesmal haben wir was ausgesucht, was der Samuel eigentlich komplett alleine machen könnte. Da kann man nämlich auch online immer eingeben, für welche Altersgruppe das geeignet ist und ich glaube, das hier kannst du ziemlich gut alleine machen und ich habe natürlich auch einen Rabattcode für euch bekommen, den könnt ihr super gerne verwenden und das ist auch ein tolles Ostergeschenk zum Beispiel, ja, oder Geburtstagsgeschenk, je nachdem, für wen ihr da was sucht, könnt ihr da sehr gerne mal vorbeischauen. Wir bauen das jetzt mal auf. Ja. Darfst du aufmachen. Und wenn man ganz nah dran geht, sieht man hier. Schaut euch aber einfach mal gerne selber auf der Magic Holz Internetseite um. Da könnt ihr alles zu allen möglichen Themen filtern. Ihr könnt nach Alter suchen, ihr könnt auch nach verschiedenen Themenbereichen euch umschauen. Und es gibt dort wirklich was für jedermann, egal ob einfach nur ein Holzpuzzle oder eine wunderschöne Installation. Gibt sogar beleuchtet. Es ist definitiv für jeden das Richtige dabei. Was macht ihr so am Montagmorgen um 7.30 Uhr? Ja. Wir stehen auf dem Aldi-Parkplatz, weil ab heute stand in der Werbung, gibt es wieder diesen einen Teppich. Alle, die Instagram haben, wissen, von was ich spreche. Es gibt so einen... Den haben wir das letzte Mal verpasst. Wir haben es letzte Mal voll verpasst, weil die einfach wirklich morgens um 7.30 Uhr alle weg sind. Es gibt so einen Vorläufer, der so ähnlich aussieht wie ein besonderer Teppich. So ein Designer-Teppich. Viel Geld kostet. Ja, und jemand, der sich einen Designer-Teppich als Fußabstreifer leisten kann, herzlichen Glückwunsch. Aber ich mache das nicht mit zwei Kindern. Deswegen hätte ich gerne so einen in gedupt. Und versuche da heute mal mein Glück und so einen zu finden. Es stehen schon sehr viele Menschen auf dem Parkplatz. Ich glaube, zur Not würde ich mich prügeln. Hilfst du mir? Ja. Okay, gehen wir rein. Ab geht's. Eine Gartenmaus. Kauf mir noch Gartenhandschuhe. Haben wir aber noch, oder? Ja. Aber hier, guck mal, so. Brauchen wir nur noch die Teppiche. Hast du schon gesehen? Nee. Oh, hier
Jetzt gibt es auch noch Wäschekörbe. Eigentlich sind wir wegen Teppich da. Wir haben ihn. Jetzt müssen wir aber zu Hause direkt mal schauen, wie der da aussieht, wo er hin soll. So, nachdem wir heute Morgen ja schon so früh auf den Beinen waren und direkt quasi mit den Kindern aus dem Haus gestolpert sind, haben wir uns jetzt auch mal zurecht gemacht. Sind in die Stadt gefahren, wo ziemlich viele Raben sitzen, was mir ein bisschen unheimlich ist. Wir müssen nämlich noch ein bisschen was besorgen. Wir fahren ja jetzt dann, ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon gesagt habe, kurz vor Ostern zur Family nach Bayern. Das bedeutet, ich habe nicht so viel Zeit, mich um Osterkleinigkeiten für die Kids zu kümmern. Und ich habe gesehen, dass es bei Lush wieder Ostersachen gibt. Das heißt, bevor ich den Kindern irgendwie super viele Süßigkeiten hole, werde ich einfach irgendwas Kleines da an Badebomben oder so holen und denen in das Osternest reinmachen. Ich weiß, da freuen sie sich am allermeisten drüber. Außerdem ein neuer Laden aufgemacht. Möchten der David und ich auch mal gucken gehen? Da soll es nämlich Matcha geben. Den haben wir beide. Ich habe nämlich Matcha noch nie probiert. Wir beide noch nie Matcha getrunken. Das darf man, glaube ich, als Instagrammer gar nicht sagen. Aber ja, ich habe noch nie einen Matcha getrunken. Das werden wir dann vielleicht nachher mal ändern. Einfach noch so ein bisschen draußen das Wetter genießen. Das wechselt nämlich im Moment sehr häufig. Und mal gucken, was wir so finden. Jetzt bin ich von dem Matcha so in asiatischer Stimmung, dass ich Lust habe auf Onigiris. Wir haben hier so einen Reiseckladen. Da holen wir uns jetzt noch was Kleines auf die Hand zum Mittagessen. Jetzt sind wir da so ganz spontan reingestolpert in den Laden. Eigentlich wollten wir nur mal gucken, weil der neu aufgemacht hat. Und jetzt haben wir einfach unseren allerersten Matcha getrunken. Ich hatte ja Matcha Latte, David hatte so einen richtigen Matcha, ganz normal, ohne Milch dabei. Und ich muss sagen, ich habe es mir anders vorgestellt. Also es schmeckt schon sehr grün und gesund. Sehr gesund, ja, aber das ist doch auch was Gutes. Also aber ich fand es echt lecker. Genau, also ich habe auch das Gefühl gehabt, es ist sehr gesund gewesen. Ja. Aber das, so soll es ja auch sein, wenn man einen guten Tee trinkt. Wenn das jetzt wirklich, wie bei Kaffee, auch noch so ein Wachmacher ist, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, das öfter zu trinken. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich... Bist du jetzt schon... ...energetischer bin. Gestärkter bin. Dann können wir die restlichen Erledigungen noch machen. Machen wir. Schönen guten Morgen. Es ist gerade der Postbote da gewesen, hat ein super spannendes Paket gebracht. Deswegen werde ich jetzt einmal kurz in meine Schuhe reinhüpfen und das von unten holen, weil ich mich schon die ganze Woche darauf freue, dass diese Sachen heute ankommen. Ich werde es euch dann auch gleich mal zeigen. Es hat was mit den Bildern zu tun, die ich eigentlich schon vor ein paar Tagen, ihr habt es ja gesehen, gemalt habe. Jetzt seht ihr auch mal diesen wunderbaren Teppich hier. Und hat sich's gelohnt? Also, ich finde ja... Der Hype ist sehr groß für das, was es ist. Also das, ich glaube, es ist eine gute Qualität. Bis jetzt ist er nicht sonderlich schmutzig und ich habe sogar gehört, dass man ihn angeblich waschen kann. Und ich mag, dass quasi der ganze Laufweg, man kommt ja von hier von draußen rein, jetzt einen Teppich hat und der Boden nicht mehr so schmutzig ist. Ja, ihr seht es aber gar nicht komplett. Ich zeige euch mal das komplett. Zeig mal das komplett. Oh, ich falle um.
Ja, also es passt nicht so ganz hier rein, ist meine Meinung. Ja, David mag es gar nicht. Aber wenn man jetzt hier von unten reinkommt und dann hier reingeht, ist der ganze Laufweg. Und vor allen Dingen, wir sitzen immer hier zum Schuhe anziehen, da sind die Füße jetzt auch auf dem Teppich und man rein. Es ist praktisch. Du bist froh, dass wir einen Teppich haben, der immer mehr Fläche hat und die Kinder da auch ihre Schuhe drauf ausziehen können. Können wir dann demnächst einfach einen anderen kaufen? Ja, vielleicht. Aber für das Geld kann man nichts sagen. Ich hole jetzt mein Paket. Mach das. Ich habe schon ausgepackt, weil ich glaube, ihr müsst mich nicht sehen, wie ich Kartons öffne und Rahmen rausziehe. Aber ja, die Schattenfugenrahmen für meine Bilder sind angekommen. Der David hat gesehen, dass es sogar noch größere zu bestellen gibt. Das wusste ich nicht. Also ich habe noch ein ganz großes Bild angefangen zu malen. Da habe ich den Rahmen jetzt noch nicht bestellt. Das werde ich aber noch nachholen. Aber ich glaube, ich habe jetzt 4 Rahmen hier, dass ich 3 Bilder tatsächlich schon komplett fertig machen kann. Also ich werde da gleich mal nochmal einen finalen Blick drauf werfen, wenn der Rahmen drum ist. Das mache ich immer sehr gerne, weil ich finde, dann sieht man besser, ob vielleicht auf dem Bild selbst noch was fehlt, weil der dunkle Rahmen gibt ja schon auch mal so ein bisschen was noch. Aber da bin ich jetzt total aufgeregt, da freue ich mich. Da mache ich jetzt mal 3 Bilder fertig und zeige euch mal, wie ich das mache. Ist übrigens gar nicht so einfach, das hinzukriegen. Da gibt es mit Sicherheit auch noch irgendeinen anderen Trick, der ein bisschen besser ist. Aber für den Moment machen wir es einfach zu zweit. Das hier habt ihr, glaube ich, von Anfang an so ziemlich gesehen. Es hat sich sehr verändert, seitdem ihr es das letzte Mal gesehen habt. Und so sieht es jetzt ohne Rahmen aus. Und ich finde, wenn man dann den Rahmen dran macht, wirkt es einfach nochmal komplett anders. Und dann kann ich zumindest für meinen Teil erst beurteilen, ob ich denke, es fehlt noch was auf dem Bild oder nicht. Weil der Rahmen ist ja auch dunkel, je nachdem, was man mag. Aber ich liebe halt diesen Eichenholzton. Und dann, finde ich, sieht es auch viel fertiger aus. Deswegen freue ich mich sehr. Das erste Mal, als wir das gemacht haben und der David von hinten geschraubt hat, hatte ich so Paranoia und Panik, dass er vorne durchs Bild wieder durchkommt. Hätte ich mir Gott sei Dank dafür gemacht. Es ist dafür gemacht, aber trotzdem. War trotzdem ein bisschen nervenaufreibend. Jetzt stehen sie da hinter mir, die fertigen Bilder. Das ist echt einfach immer, auch für mich, jedes Mal faszinierend, wenn ich anfange mit einem Holzrahmen und den bespanne und dann die erste Farbe drauf mache, was immer auch sehr nervenaufreibend ist, weil man nie weiß, wo es hinführt. Ich persönlich bin nämlich tatsächlich jemand, der vielleicht so eine kleine Idee hat, wie das Bild sein könnte oder so eine Vorstellung im Kopf habe, aber in 99% der Fällen sieht es dann anders aus, als ich es mir gedacht habe, weil es einfach ein kreativer Prozess ist und dann sehe ich noch was und dann füge ich noch was hinzu oder je nachdem, was halt passiert. Auch mit den Farben, die hat man ja auch nicht immer unter Kontrolle, wie die sich so verhalten. Und deswegen ist das auch für mich immer ganz spannend, das dann fertig zu sehen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, das jetzt mal so ein bisschen zu sehen. Und ja, ich werde die jetzt alle gut einpacken und gut lagern hier bei mir zu Hause und dann hoffentlich in ein paar Monaten, allerspätestens in ein paar Monaten, in einer schönen Galerie aufhängen dürfen. Das wäre wirklich toll und ein großer, großer Traum von mir. Das hier hinter mir kennt ihr ja schon, ne? Das war quasi Bild Nummer 2, was ich fertig hatte. Also ich glaube, ich bin jetzt inzwischen bei 5 ganz fertigen. Eins ist gerade in der Produktion, das ist ein sehr, sehr großes, also noch größer als das. Das möchte ich auch gerne noch fertig machen. Dann wären es 6. Und ich glaube, so 10 bis 12 Bilder wären ganz gut, wenn ich für die erste Kollektion hätte. Das ist so mein Ziel. Und ihr werdet natürlich auch alles mitbekommen, was da jetzt im Laufe noch passiert. Ich möchte gerne, ich weiß gar nicht, ob ich das zu euch schon gesagt habe oder auf Instagram. Verzeiht, wenn ich es zu euch schon gesagt habe. Aber ich möchte gerne auch noch eine Website machen, wo die dann natürlich alle drauf sind. Und ich habe auch ganz viel mitgefilmt bei den Malprozessen, was ich super gerne noch auf Instagram veröffentlichen möchte. Also da solltet ihr vielleicht auch mal reinschauen, wenn ihr mir da noch nicht folgt, weil da zeige ich auch immer, wenn ich zwischendurch was male, wenn ihr da Interesse dran habt, seid ihr da auf jeden Fall richtig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht zuzuschauen und denkt auch unbedingt nochmal an meinen Rabattcode beim Magic Holz. Also falls ihr zum Beispiel für anstehende Kindergeburtstage, ich weiß, da kommen ja mal einige, etwas Besonderes und Schönes sucht, was die Kinder beschäftigt und wo die so ein bisschen kreativ sich verausgaben können, ist das genau das Richtige. Meine haben da immer eine Riesenfreude dran. Ich lasse euch natürlich auch nochmal alle Informationen in der Infobox, da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!